grüße euch aus dem Wald. Ich brauche ein bisschen Bewegung und dachte mir, fährst du mal raus in die Natur und bewegst mal dein Hintern ein bisschen. Weil das Problem ist, seitdem ich meine Cookie nicht mehr habe, bin ich nicht mehr so oft draußen. Das ist nämlich der Vorteil, wenn man den Hund hat, dass man immer draußen ist, egal bei Wind, egal bei welchem Wind oder Wetter. Und also, und ich bin es gewohnt gewesen, 14 Jahre lang immer rauszugehen. Und nun fehlt mir das natürlich auch ein bisschen. Und deshalb renne ich immer alleine ohne Hund oder wie gesagt mit einem Leihhund über die Wiesen und Felder und Wälder, durch die Wälder. Ja, hier im Rhein-Main-Gebiet ist leider kein See. Das vermisse ich in meiner alten Heimat. Gibt es ja ganz viel Wasser, also viele, viele Seen und auch in Bayern, wo man schön schwimmen kann. Weil ich bin kein Freund von Freibädern. Das Ding ist, da ist ja so ein Chlorwasser, ne? Und da knallt den ganzen Tag, knallt da, ich guck mal, was im Grunde, die Sonne drauf. Mein Traum wäre ja irgendwie so eine Holzhütte. Blaue, weiße Holzhütte an einem See mit einem Bootsteg und so ein olles Ruderboot. Das muss gar kein großer Luxus sein. Einfach so eine Holzhütte. Ein Raum wird mir völlig lang und ich werde total happy. Weil ich vermisse, im Rhein-Main-Gebiet ist viel los, Flieger und so weiter. Ich vermisse die Ruhe. Ich merke, dass je älter ich werde, desto lärmempfindlicher werde ich. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber ich manchmal zucke ich richtig zusammen, wenn so Autos vorbeifahren und die dann so laut aufdrehen und ne. Also ich bin so geräuschempfindlich geworden und ich sehne mich so nach Ruhe. Und es ist doch verrückt, dass sich so Wünsche und Bedürfnisse so ändern. Wenn man jung ist, dann will man es laut und schrill und Party hier und da. Und man kann nicht genug davon bekommen. So, und wenn du dann, naja, so in die Jahre gekommen bist oder kommst, ist das anders. Da ist vieles anders. So, ich habe übrigens jetzt, um mal kurz abzuschreiben, die Wiese ist feucht, habe ich so Gummischuhe an, weil Zecken, ne? Die Zecken, ich sag's euch, das ist nicht zu unterschätzen mit diesen Zecken. Und die lauern ja, sitzen ja im Gras. Und deshalb habe ich immer Gummischuhe oder Gummistiefel an. Früher ist man irgendwie so unbedarft über eine Wiese gerannt oder hat sich auf eine Wiese gelegt und hat sich nicht so einen Kopf gemacht. Früher, Ladies, war alles besser. Nee. Nicht unbedingt, aber anders und auch schöner. Vieles war schöner. Gestern zum Beispiel saß ich so vom Fernseher und dachte, naja, guckst du mal, ne, was da so geboten wird im Programm. Wir zahlen ja einen Haufen Gebühren und ist teilweise totaler Schrott. Also habe ich da rumgesappt und dann bin ich bei einem Sender, RBB heißt der. Kennt ja alle, die aus dem Brandenburgischen wohnen. Also bin ich dort hängen geblieben und da war eine ganz witzige Sendung. 70er Jahre Schlagerparty. Dachte ich mir, naja, also 70er Jahre Schlagerparty. Und dann, Leute, bin ich da hängen geblieben. Das waren tolle Gäste, also tolle Leute, die das moderiert haben, also junge Leute von heute, also TV-Moderatoren, Radiomoderatoren, Leute von gestern, also die zu dieser Zeit jung waren, wie ich, Schauspieler, alles bekannte Gesichter aus den Medien und die haben eben dann diese Künstler von damals, ja, kommentiert, wie sie die Musik fanden, wie sie die Leute fanden und ich muss euch sagen, also irgendwie, also diese, das sind so Lieder, die kennt man, ich habe die jahrelang nicht gehört, aber man kennt sie von früher. Zum Beispiel, ob das jetzt Udo Jürgens ist oder Marianne Rosenberg. Da tanzen ja sowieso die meisten auf den Tischen, spielen ein Lied von Marianne Rosenberg oder von Udo Jürgens. Ne, hier griechischer Wein und dann umarmen sich alle und tanzen und sind happy. Also man konnte mitsingen. Überlegt euch das mal. Die Texte lange nicht gehört und man singt einfach mit. So. Heute, für mich war früher Musik immer, jetzt nicht Schlager, aber das war doch eine Zeit, die Zeit unserer Eltern, also meiner Eltern zumindest. Und dadurch hat man das als Kind ja auch mitbekommen.
Und das war irgendwie so, auch aber, das war so eine positive Musik, wo es dich sofort vom Hocker reißt und du tanzen willst oder mitsingen willst. Das geht mir heute überhaupt nicht mehr so. Also Musik war, wie gesagt, mal sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Und mittlerweile höre ich kaum noch Musik. Ich höre die alten Dinger von früher, so als so meine Jugend, so Supertramp, Pink Floyd, David Bowie, John Lennon, ja, ein anderer Kram. Und naja, und dann so Chill-Out-Musik, so Buddha Bar und Café Del Mar. Und das ist natürlich auch alles sehr schön. Also wie gesagt, hat mich diese 70er-Jahre-Sendung, die hat mich irgendwie voll an meine Kindheit erinnert. Und ich, man wird dann so ein bisschen, das kennt ihr ja wahrscheinlich, so ein bisschen sentimental und denkt, ach ja, und überlegt, mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht und wie viel Sommer hat man eigentlich noch? Wie viel Sommer sind es noch? Und was passiert da eigentlich mit mir, mit meinem Leben, mit meinen Freunden, mit meiner Familie? Diese Gedanken kamen mir irgendwie gestern. Und dann musste ich natürlich auch an meine Eltern denken, denen es nicht besonders gut geht. Und die sind natürlich auch schon alt. Und ich versuche so oft wie möglich dorthin zu fahren, die leben in Berlin, da zu sein. Ich werde auch mit ihnen, also ich werde versuchen, da schon Zeit auch im Sommer wieder mit ihnen zu verbringen, weil man weiß ja nicht, wie lange man sie hat. Und den Tipp möchte ich euch geben, egal was ihr für ein Verhältnis zu euren Eltern habt oder söhnt euch aus, wenn die erstmal weg sind, sind die weg und dann könnt ihr nie wieder, ihr findet euren Frieden nicht. Man muss ja nicht immer Happy Family sein und überall, es gibt doch überall mal Stunk und Knatsch und es gibt doch bestimmt ganz viele verstrittene oder in sich zerstrittene Familien, aber bringt's das mal ganz ehrlich, worüber streitet man sich? Familie ist sowas Kostbares, sowas Einzigartiges. Gut, man kann sie sich nicht aussuchen, die Freunde, und man kann noch mit Sicherheit Einwände gegen bestimmte Familienmitglieder haben. Aber Ziel sollte es doch sein, dass man sich versteht. Muss sich ja nicht lieben, ne? Aber dass man sich versteht, das ist doch eigentlich ein sehr schöner Ansatz. Und ich habe das zum Beispiel auch mit, ich habe irgendwann so, als ich so um die 50 wurde, habe ich dann so aussortiert, so Freunde, was mal wichtig in meinem Leben war. Leute, was heißt aussortiert, hört sich so bescheuert an. Ich meine das nicht negativ, sondern Leute, die mir nicht mehr gut taten, die nicht nett waren, wo ich das Gefühl hatte, naja, irgendwie wirst du da aber ganz schön benutzt, ne? Und in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, halt, stopp, das nicht mehr zugelassen habe, bestimmte Dinge, waren die auch von der Bildfläche verschwunden, dachte ich mir, super Freunde. Man muss jetzt nicht hunderttausende Freunde haben. Wenn man so eine Handvoll Freunde hat, ist das schon ein Sechser im Lotto. Und die habe ich. Ich habe ganz tolle Freundinnen. Ich will jetzt keine Namen hier nennen, aber ich habe eine Handvoll so richtig tolle Freundinnen. Die liebe ich so sehr und das geht schon über Jahre, ganz viele Jahre. Und auch wenn wir uns manchmal, also hören tun wir uns, also wir sind immer im Kontakt, wir sehen uns nicht immer, weil wir natürlich nicht an einem Ort leben, aber wir haben immer Kontakt, meistens Telefon oder WhatsApp, E-Mails nicht mehr, hat man früher gemacht, meistens Telefon zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten. Also von der 70er-Jahre-Musik, ne, zu den Freunden. Ja, Entschuldigt bitte. Aber ich dachte mir, ich nehme euch jetzt mal mit in die Natur und rede da so ein bisschen über Gedanken. So ein Flow. Ich will das einfach mal so fließen lassen. Man muss ja nicht immer am Tisch sitzen mit einer weißen Wand oder mit einer anderen Wand da hinter mir, sondern gerade in der Natur ist es sehr schön, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Vöglein zwitschern und ich habe das verdammte Glück, dass hier gerade keiner, nicht Wespe stechen, dass hier niemand unterwegs ist. Ja, Freunde. Freunde und Familie. Das ist so
wichtig und das muss man pflegen. Und wie alles, was erhalten bleiben soll oder was ihr erhalten möchtet, muss gepflegt werden. Ob das eure Wohnung ist, ob das eure Schuhe sind, ob das eure Freunde sind, ob das eure Kosmetik ist, egal. Alles bedarf Pflege, Hege und Pflege. Wisst ihr, das ist der Bach, wo ich mit meiner Cookie immer lang gelaufen bin, wo die Kinder, jetzt ist wenig Wasser drin, weil es so heiß ist, wo die Kinder, als sie klein waren, Staudämme gebaut haben und wir hier mit dem Picknickkorb saßen, unser Baumhaus gebaut haben. Ja, Memories. Ich finde es ein schöner Weg. Ich nehme euch einfach mal mit. Wisst ihr, so Natur, so Spaziergänge in der Natur machen mich einfach nur happy. Die machen mich glücklich und frei. Aber es ist wirklich so. Mir fehlt so eine kleine Gefährtin wieder. So ein kleiner Hund. Nee, nicht ein kleiner Hund, ich weiß ganz genau. Ich will wieder einen Labrador haben. Ich mag diese Hunderasse einfach gerne. Und ich habe die Erfahrung auch mit diesen Labbis und die wollen gefallen. Jetzt bin ich im Wald. Tja, also was ich sagen wollte, eigentlich habe ich aber bei den 70er Jahren, das war eigentlich das Thema, dass es eine schöne Musik war. Das war eine andere Zeit. Gut, wir hatten noch den Kalten Krieg, wir hatten Ost und West und viele andere Dinge, die schwieriger waren, besonders auch für Frauen. Das ist ja alles etwas anders jetzt. Aber die Musik und die Mode, die war klasse. Und wie man sich geschminkt hat und die Frisuren, es war herrlich. Sowohl die Männer auch, ne, mit den langen Haaren, so ausgewachsene Haare, auch mit so einem langen Pony, so seitlich. Die Frauen mit der Außenwelle und mit grellen, grünen und blauen Lidschatten, also nichts da mit Lidfalte und Lid. Das war einfach eine Farbe, wurde da bis zum Augenbrauenbogen geschminkt. Und das war hot. Ich habe ja einige Zuschauerinnen auf meinem Kanal, die auch ein bisschen älteres Semester sind und die werden sich an die Zeit erinnern. Ich war noch jung, also sehr jung. Und habe das nicht so miterlebt, so live. Also meine Mutter schon, die war auch eine ganz schicke, eine ganz flotte, mit Schlaghosen und Plateauschuhen und Bananenböcken und langen Haaren und Stirnband. Ja, Moment. Und ja, wenn ich jetzt an sie denke, das macht mich schon alles irgendwie auch ein bisschen wehleidig. Oh Gott, ich wollte aber gar kein wehleidiges Video machen. Leute, es ist tolles Wetter, es ist Sommer, ich bin hier im Wald, hier plätschert ein Bach. Es ist wunderschön. Ich habe die Kühle gesucht, den Schatten und die Kühle, weil in der Sonne hält man es ja nicht aus. Das ist sehr rammdösig. Und ja, das ist mal so ein kleiner Naturvlog. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde öfter so Vlogs machen, euch mitnehmen, weil ich sehr viel in der Natur bin und werde einfach ein bisschen quatschen über dies und das und selbiges. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, wo ihr sagt, Mensch Kirsti, red doch mal darüber, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und einfach kommentiert, was euch so bewegt, wo ihr mal drauf Bock habt oder was ihr so gerne tut oder wie ihr die 70er empfunden habt oder 80er, wie alt ihr da wart. Und noch etwas, ihr Süßen, das Problem ist. Nee, ist kein Problem, aber dieser Kanal wächst ja, was ich natürlich ganz, ganz toll finde. Und es ist sehr viel los auf meinem Kanal, also was die Kommentare betrifft, finde ich. Und deshalb kann ich nicht, ich meine, ich beantworte noch alle, aber manche eben länger, manche kürzer. Aber es ist sehr, sehr viel Arbeit, die Kommentare zu beantworten. Ihr wisst ja, ihr schreibt nie einen Kommentar, ich muss dann alle beantworten. Das kann manchmal ein bisschen dauern, also, ne, übt euch ein bisschen Geduld. Ich bemühe mich, jeden Kommentar zu beantworten und freue mich, wie gesagt, darüber sehr. In diesem Sinne, a lovely day, schöne Grüße aus dem Wald.